Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, wir sind heute Abend stolz, Ihnen zum ersten Mal Ludovico von Spielenburg zu präsentieren. Das bin ich. Wir werden uns nun einen Charakter erstellen in World of Warcraft, Battle for Azeroth. Nun, was bist du denn für einer? Den wollen wir nicht. Nein, nein, der gefällt uns nicht. Wir spielen selbstverständlich einen Menschen. Ew. Vielleicht überlegen wir uns das lieber nochmal. Was haben wir denn? Wir haben den Krieger, den Paladin, den Jäger, den Schurken, den Priester, den Magier, den Hexenmeister, den Mönch und den Todesritter. Paladin. Ludovico ist ein Paladin. Das steht vollkommen außer Frage. So, passen wir ihn mal an. Wie sieht der denn aus, das gute Kind? So. Aristokratische Blässe muss ja schon mal sein. Dann ändern wir schon mal die Haarfarbe. Das ist ja entsetzlich. Das sieht ein bisschen alt aus, nicht wahr? Und dieser Geppetto-Bart gefällt mir auch nicht sonderlich. Muss ich ihm zugestehen. Hier, das ist doch eine schöne Farbe. Der Bart, bitte ein bisschen... Oh Gott. Nein, das ist alles... Ja, obwohl der Moustache... Der Moustache hat schon was. So, jetzt ändern wir noch die Frisur. An irgendwas erinnert er mich und es ist, glaube ich, nichts Positives. Ja. Nein, nein, zu wenig Haare, zu wenig Haare, zu viel Haare, zu viel Haare. Oh Gott, oh Gott. Da kann man auch gleich wieder einen Elfen spielen. Oh, es ist die Varian-Gedenkfrisur. Die Son Goku-Gedenkfrisur. Die andere Son Goku-Gedenkfrisur. Die Prinz Eisenherz-Gedenkfrisur. Irgendwas Hippiges. Hier kriegt er die Haare zum Halten. Ja, ein schicker Schwerteschwanz. Das ist eher so der Kutscher in der Nacht. Nee, das wollen wir alles nicht. Diese Heidi meets Obelix-Zöpfe. Heidi-Lix. Heidi-Lix. Ja. Auch sehr schön. Also, aber die Glatze, nein, Glatze geht nicht. Das ist schön. Schön, das sieht gut aus. Und jetzt müssen wir noch dieses dümmliche Gesicht ein bisschen überarbeiten. Er soll ja durchaus freundlich aussehen. Nee, das ist das genaue Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, ja, er lächelt. Er lächelt, das ist unser Ludovico. Ludovico. Der Name ist nicht verfügbar. Ich bin erschüttert bis ins Mark. Ludovico. Ha, ausgetrickst. Da haben wir wieder zugeschlagen. Unser Stufe 1 Paladin Ludovico hier auf die silberne Hand. Das wird schon passen. Wir betreten die Welt. Ein großes Abenteuer ist bereit, sich vor unseren Augen zu entfalten. Ist das nicht zauberhaft? Ich bin so gespannt. Ich hoffe, wir haben ganz viel Spaß mit Ludovico, dem guten Kind. Ja. Aha. Dinge passieren. Ermutigt durch die Rückkehr ihres Königs und Helden, Varian Vryn, führten die stolzen Menschen von Sturmwind die Allianz im Krieg gegen den gefürchteten Lichtkönig zum Sieg. Obgleich erfolgreich, erwies sich der Feldzug in Nordend als kostspielig. Und nun versuchen die Menschen, ihre strategischen Stellungen auf der ganzen Welt zu festigen. Oh. Unter Varians waghalsiger Führung rüstet sich die Menschheit nun für einen erneuten Konflikt mit ihrem ewigen Feind, der Horde. Mehr noch, nun, da der große Kataklysmus die Welt zerreißt, bedrohen erneut alte Gefahren die Heimat. Nun ist es an euch, das Königreich und die Ehre der Menschheit zu verteidigen. Das ist ja unfassbar. Dieses Intro ist auch schon ein bisschen älter. So, wo sind wir denn hier? Da ist Argentius. Auch ein Paladin. Oh, er sieht fast aus wie wir. Da ist Yoshi. Yoshi hat sich verändert. Da ist Chiroki. Er sieht gar nicht so sehr aus wie ein Indianer. Aber er macht so Sachen. Nun,
Und wie läuft's jetzt weiter? Ich gehe jetzt Orks killen. Das tu mal, Argentius. So, Marshall McBride, Ludovico meldet sich zum Dienst auf Kamer. Hier, salutieren, ja. Oh ne, Cherokee, ne, dem wollte ich gar nicht, wollte dem Ehre da, egal. König, Freund. Ja, schlagt sie zurück. Ihr seid also der neue Rekrut aus Sturmwind, wie? Ich bin Marshall McBride, Kommandant dieser Garnison. Ich bin froh, euch an Bord zu haben. McBride zieht ein paar Zettel durch. Ludovico. Ihr seid Ludovico, ja? Ihr seid genau zur rechten Zeit gekommen. Die Schwarzfels-Orks haben es geschafft, sich durch einen Felsspalt in den Nordhain einzuschleichen. Meine Soldaten tun ihr Bestes, sie zurückzuschlagen, aber ich fürchte, sie werden bald übermannt werden. Begebt euch nach Nordwesten in den Wald und tötet die angreifenden Works des Schwarzfels. Helft meinen Soldaten. Kampfwork des Schwarzfels, schätze ich mal. Das ist ja niedlich. Die Kampfworks des Schwarzfels sind wilde Raubtiere. Tötet 6 Works des Schwarzfels, ihr bekommt Work-Wärter-Handschuhe. Ich dachte, wir töten die Works und nicht die Wärter. Die scheinen Hunger gehabt zu haben. Dafür gibt es 50 Kupfer und 500 Erfahrung. Ja, natürlich machen wir das auch. Nordwesten. Also, ich muss nicht. Ich kann auch nach Süden gehen. Aber nein, so. Was können wir überhaupt? Jeder für sich. Aha. Und Kreuzfahrerstoß. Das klingt gut. Ha! Kreuzfahrerstoß. Kreuzfahrerstoß. Dem haben wir es aber gezeigt, was Infanterist. Da ist ein Spion. Diese Spione. Das ist zu weit entfernt. Jetzt kämpft doch schon. Dem geben wir es. Whack-a-Mole ist. Whack-a-Wark. Wark des Schwarzfels, klar. Oh, wir machen hier unserem Job aber wirklich alle Ehre. Ich finde, da gibt es nichts dran auszusetzen an unserer Arbeitsmoral. 3 von 6, das ist eine Bilanz. Damit können wir wirklich was anfangen. Er haut mir etwas zu langsam zu. 6 Sekunden Abklingzeit. Er kann nur eine Sache und die kann er nur so selten. Ich brauche Heilung. Ja, da geht zum Arzt. Oder so. Hasenpfote. Aber es ist doch ein Wolf. Ha, von oben. Ja. Es ist... Diese Kämpfe sind spannend sowie abwechslungsreich. Da kann man nichts dran sagen. Aus dem Weg, Jumanji. Marshall McBride, ich melde mich zurück. Seid gegrüßt. Ihr habt uns ein wenig Zeit verschafft, Ludovico, aber wir haben jetzt ein noch größeres Problem, um das wir uns kümmern müssen. Oh Gott, Marshall McBride, was ist passiert? Er hat bestimmt sein Haarwuchsmittel verloren. Ha! Aufgelevelt! Works im Schafspelz. Ah, I see what you did there. Die einfallenden Orks sind keine Narren. Sie schätzen uns ab, stellen sicher, dass ihre Angriffe zu ihrem Vorteil sein werden. Wäre auch dumm, wenn nicht. Im Wald nordwestlich von hier lauern Spione des Schwarzfels-Orks. Sie kundschaften uns mit ihren Handfernrohren aus, überwachen jeden unserer Schritte und warten. Ich will, dass ihr sie angreift. Tötet die Spione der Schwarzfels-Orks. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir sehr wohl wissen, dass sie uns beobachten und dass wir vorbereitet sind. Tötet 8 Spione der Schwarzfels-Orks. Spion der Schwarzfels-Orks. Dies ist ein männlicher Spion der Schwarzfels-Orks. Es gibt aber auch weibliche unter ihnen. Die graben die Tunnel. Gürtel der Infanterie von Sturmwind. Ja, den braucht wohl jemand nicht mehr. Und wir haben Handschuhe, die legen wir doch gleich einmal an. Wenn wir auch sonst nichts haben, wir haben Handschuhe. Aber wir legen hier die Weste mal ab. Oh ja, diese pure Männlichkeit. Nein, das tun wir nicht. Das ist zu viel des Guten. Bruder Daniel Godric. Godric, was gibt es Neues aus der Stadt? Gar nichts. Das ist traurig. Seid vorsichtig.
Ha, da haben wir eine Spionin getroffen. Sie traut sich an den Obergrund. Eigentlich sollte sie unter Tage sein, aber die Trauben waren sehr lecker. Das ist schön. Ich will nichts sagen, aber das freut mich für sie. Hey, hey, du. Ich finde das viel effizienter. Wir sollten viel mehr Low-Level-Charaktere einfach vor die Handfernrohre stellen. Er kann nichts mehr sehen. Und es war wie ein Überraschungsangriff für ihn. Wer braucht einen Schurken, wenn er einen Paladin hat, der sich vor ein Handfernrohr stellt? Also, bisher... Versucht er über... Ah ne, er guckt tatsächlich da durch. Aber wo guckt er hin? Naja, das ist nicht weiter unser Problem. Es ist sein Problem. Zumindest heute. Bin ich außer Reichweite. Außer Reichweite von was? Ihr und eure Handfernrohre. Ich sag's euch. Die ganze Zeit. Ja, wenn ihr immer nur in dieses Handfernrohr guckt, dann werden irgendwann eure Augen lang und schwierig. Du schlägst wie ein Orkbion. Ha, da habe ich es ihm gegeben. Diese Spione sind bisher keine wirkliche Herausforderung. Also ich bin nicht so zufrieden. Oh, wer ist denn da? Da ist Drafik. Nee, Dreik. Dreik, der Nachtelfen-Schurke. Ein Schurke. Spione, Schurken. Ich sehe da wenig Unterschied. Tut mir leid, Dreik. Ich kenne dich nicht. Du bist bestimmt eigentlich ein sehr netter Junge. Das muss man ja... Das kann man auch honorieren, finde ich. So. Marshall. Marshall McBride, wir sind zurück. Oh, ich habe nur 7 getötet. Tja, wer nicht zählen kann, wird Paladin. Mathematik ist was für Hexenmeister. Und Mönche, glaube ich. Nein, das ist auch gut so. Jetzt haben wir ja alle. So, Marshall McBride diesmal wirklich. Was kann ich für euch tun? Ja, ihr macht das. Ihr macht das, ich wäre es da. Ah, das ist wieder Argentius. Den haben wir aber. Also, Marshall McBride. Grüße. Hervorragende Arbeit, Ludovico. Es hat sich herausgestellt, dass ihr ein echter Gewinn für die Garnison seid. Es wird Zeit für eure Ausbildung. Ach, ich bin noch gar nicht ausgebildet. Ah, Level 3, und da haben wir was gelernt. Richturteil. Tja, so schnell, liebe Freunde, wird man in den Beamtenstatus erhoben. Stürzt euch in die Schlacht. Ich habe eine dringliche Nachricht von Unteroffizier Willem erhalten. Wie sich herausstellt, haben die Schwarzhelds-Orks goblinische Auftragsmörder angeheuert. Sie haben unser Bataillon hinter der Abtei aus dem Hinterhalt angegriffen. Willem bat mich, ihm einen Helden zu schicken. Ihr müsst ihnen helfen, Ludovico. Findet Unteroffizier Willem nördlich der Abtei am Kommandozelt. Geht! Meldet euch bei Unteroffizier Willem hinter der Abtei von Nordhain im Wald von Elvin. Unteroffizier Willem befindet sich am Kommandozelt hinter der Abtei von Nordhain. Also ich frage mich langsam echt, wo wir den guten Knilch finden. Dafür bekommen wir sogar zieh was. Zieh den Ehren, Freund. Ja, zieh selber in Ehren. Willem! Braucht ihr etwas? Nein, ich brauche nichts. Oh, reitbarer Schimmel, ich will ihn. Oh, ich darf ihn nicht haben. Der einzige Schimmel, den ich hier habe, ist der auf dieser Hasenpfote. Traurig. Oh Gott. Es tut mir leid. Die Gerechtigkeit des Lichts kennt keinen Unterschied zwischen Hasen und Orks. Willem. Alte Fluppe, wie geht's dir? Willem ist schon 18. Deswegen darf er hier mitmachen. Braucht ihr etwas? Stürzt euch in die Schlacht. Es stimmt, man hat uns aus dem Hinterhalt angegriffen. Ich wage es nicht, noch weitere Soldaten dort hinauszuschicken und zu riskieren, sie auch noch zu verlieren. Ich brauche einen Freiwilligen. Jemanden, der bereit ist, sein Leben zu riskieren. Bestimmt Argentius. Sie haben Auftragsmörder losgeschickt. Habt ihr jemals einen Goblin gesehen, Ludovico? Diese jämmerlichen kleinen grünhautigen Monster mögen nur zwei Dinge. Gold und sich selbst.
Die Schwarzhelds-Orks haben sich goblinische Auftragsmörder zu Hilfe geholt, die unsere Soldaten töten sollen. Wenn ihr zum Feld im Norden blickt, könnt ihr schwach ihre Umrisse erkennen, wie sie im Gras herumschleichen. Ihr müsst euch dorthin begeben und jeden Goblin töten, den ihr zu Gesicht bekommt. Sie müssen kapieren, dass man sich nicht mit der Allianz anlegt. Tötet 8 goblinische Auftragsmörder, dafür kriegen wir Schuhe, Ausstatterstiefel. Oh. Dies ist ein goblinischer Auftragsmörder. Fiese kleine Biester. Wir töten. Wir machen das. Oh, wer seid ihr denn? Was kann ich für euch tun? Und ich lege euch meine Hände auf. Oh. Bruder Paxton, was macht ihr da? Habt ihr euch schon zum heiligen Licht bekannt, Bruder? Durch das heilige Licht werden wir errettet. Das heilige Licht versetzt mich in die Lage, diese überaus fordernden Soldaten zu heilen. Und durch das heilige Licht werdet ihr in der Lage sein, hinaus ins Feld nach Norden zu gehen und unsere gefallenen Brüder zu retten. Tragt dieses Gebetsbuch mit euch ins Feld und wirkt die heilende Berührung des Lichts auf die Verwundeten. Belebt 4 verletzte Soldaten von Sturmwind wieder und dafür bekommen wir die Weste des Wolfsjägers. Ja, Pax, du bist ein komischer Kauz, aber ich helfe dir. Hör auf, den Leuten ihre Hände aufzulegen. Nun ja, all dies... Oh, da ist wieder Drake. All dies machen wir das nächste Mal, wenn ich zurückkehre. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen.